werde beneidet, weil ich jung bin. Ich bin ein statistischer Normalwert, errechnet aus Alter, Schallplattenkonsum, Taschengeldverbrauch und Freizeitverhalten. Muss der deutsche Junge der Zukunft lang und rank sein? Ihr könnt so leben, wie ihr wollt. Aber warum müsst ihr mich zwingen, das Gleiche zu tun? Wenn der Hitler gelebt hat, der hat die alle auf die Seite gebracht. Das ist meine Meinung. Dieselben Leute, die 6 Millionen Juden vergast haben, die pöbeln dich an wegen langer Haare. Wer Haare abschneiden will, will im Grunde Köpfe abschneiden. Köpfe abschneiden. Was haben junge Leute vor uns erlebt? Wie war ihr Alltag? Oder worüber haben sie nachgedacht? Vieles davon haben sie in Briefen, in Aufsätzen und in Tagebüchern festgehalten. Wir sind keine Geschichtsexperten, wir sind Schauspieler. Von Berufs wegen versetzen wir uns in Situationen anderer Menschen, leihen ihnen unsere Stimmen und spielen ihr Leben nach. Meistens sind es natürlich erdachte Figuren. Diesmal aber geht es um reale Personen. Wir wollen wissen, was in ihnen vorging. Bei meiner Ankunft hätte ich dem Dienstherrn die Hände küssen können. Da war ich 14 Jahre alt. Als ich noch nicht volle 16 Lenze zählte, stand er lüstern vor meiner Kammertür. Man ist nur eine Maschine, die sich auf Befehl des Vorgesetzten hinlegt, aufsteht, sich fortbewegt, auf Menschen lossticht und mordet. Kein schönerer Tod ist in der Welt, als wer vom Feind erschlagen. Wir wurden ernst genommen. In einer merkwürdigen Weise ernst genommen. Und das gab uns einen besonderen Auftrieb. Wir hatten in der letzten Woche jede Nacht Alarm. Ich möchte so gerne wissen, wann und wie ich sterbe. Nur für mich ganz allein. Was für eine herrliche Nacht. Hitler tot. Nazis tot. Hitler und die Nazis tot. Alles so satt. Hat Vater denn früher nicht auch gefeiert? Er hatte seine Musik und ich habe heute eben meine. Mein Gott, haben die viel geschrieben in den 50ern. Ja, gab eben noch kein Facebook oder so. Heute ist Papas Geburtstag. 47 Jahre. Hoffentlich begreift er bald, dass er nicht ewig jung bleibt. So müsste ich mich sehen, wollte ich glauben, was man über mich, den Repräsentanten der Jugend, alles geschrieben hat. Dennoch, die wenigsten, die über uns schreiben, kennen uns wirklich.